Und schön, dass du da bist zur Jungfrau-Legung für den Oktober 2023. Ich schaue gleich rein und zwar mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Oktober. Du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen und zwar mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft, hoppala, weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Wir schauen auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir diesen Monat zeigen möchten. Königin der Stäbe. Du hast viel Power. Anfang Oktober hast du hier viel Power. Du bist feurig, du brennst für etwas, du entfachst hier das Feuer für etwas, du hast hier etwas, wofür du brennst. Ja, du wirst dir irrsinnige Energie, irrsinniges Feuer hier entfachen Anfang Oktober. Sehr schön. Irrsinnige Ausstrahlung auch. Ja, Königin der Stäbe hat auch eine sehr starke anziehende Wirkung, eine ganz tolle Ausstrahlung, ist lebensfroh, ist hier auch offen für Abenteuer. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und der Ritter der Stäbe, ja, Halleluja. Das ist aber dann schon ein größeres Projekt, würde ich sagen, oder eine größere Verbindung, Beziehung hier. Entweder jemand entfacht das Feuer in dir oder etwas. Ja, es kann ja auch ein Tier sein. Wir haben hier auf beiden Karten eine Katze, ein Pferd. Es kann ja auch ein Tier sein, ja, wo du irrsinnig Freude damit hast. Es geht definitiv um Lebensfreude. Es können auch Unternehmungen sein, die du hier mit jemandem tätigst. Du lernst hier jemanden Neues kennen, der dich absolut inspiriert, befeuert. Abenteuer, Unternehmungen, Lust. Sieben der Schwerter. Vorsicht. Sei aber vorsichtig. Lass dich hier nicht zu schnell auf jemanden ein, ist hier angezeigt. Auch wenn du Feuer und Flamme für jemanden bist, sei hier ein bisschen vorsichtig. Der Ritter der Stäbe ist schneller weg, als er da war. In der Kombination auf jeden Fall. Das Gericht. Das Gericht, Erkenntnis, Erleuchtung. Du erfährst hier jetzt eine Wahrheit. Du erkennst vielleicht auch ein bestimmtes Verhalten. Oh, Tod, Wiedergeburt. Hier sind schon starke Emotionen und Erkenntnisse bei dir im Oktober, das muss ich schon sagen. Also hier ist ganz viel los, also ganz viel los, ja auch emotional. Abenteuer etc., ja, Unternehmungen, was auch immer, Treffen. Dann das Gericht und der Tod mit der Wiedergeburt. Dazwischen die sieben der Schwerter, wo sich jemand aus dem Staub macht, wo sich jemand nicht traut. Wo jemand feige ist. Entweder erkennst du jetzt, dass jemand beziehungsunfähig ist, kommt mir gerade. Entweder erkennst du, dass jemand komplett beziehungsunfähig ist, dass das deine Erkenntnis ist, ja, dass jemand eigentlich nur immer dieses Feuer schüren kann, diese Erotik, dieses Temperament, aber im Grunde beziehungsunfähig ist langfristig gesehen. Wow, die Herrscherin hat sich mir vorher schon gezeigt und jetzt kommt sie auch. Wiedergeburt.
Wiedergeburt, die Herrscherin. Ich glaube, du kommst wieder in deine Kraft. Es könnte hier auch das ist jetzt sehr individuell, aber jemand könnte hier vielleicht schon stark in der Freude sein, ja, über eine Geburt, über ein Kind etc. Hier vielleicht schon auch wehen sein und dann hört es wieder auf, ja. Die Geburt wird hier erst später sein, das nehme ich wahr. Vielleicht in deinem Umfeld irgendetwas zeigt sich mir hier als Nebenbotschaft. Ansonsten kommst du ja wieder in deine Kraft, in deine Intuition, in deine Erkenntnis, in dein Vertrauen auch, ja. In dein Vertrauen, in deine Intuition. Und lässt, also die Herrscherin lässt sich hier nicht beeindrucken von solchen Dingen. Ja, da kann man, die Herrscherin kann man nicht einfach um den Finger wickeln. Vielleicht lässt du dich hier zu irgendetwas überreden, zu irgendetwas hinreißen, was sich irrsinnig toll anhört, was dann am Ende, ja, nicht das hält, was es versprochen hat. Oder dieser Mensch hält nicht, was er versprochen hat. Acht der Stäbe. Könnte einerseits für Kommunikation stehen oder einfach, dass du hier weitermachst. Und dass du jetzt mit dem Wissen, mit der Erfahrung, ja, dich hier nicht zu schnell auf etwas vielleicht auch einzulassen, von jemandem zu schnell überreden lässt, zu schnell hier von jemandem. Das ist immer ein bisschen gefährlich, ja, wenn etwas zu schnell aus der Stäbe. Ja, das ist schon ein Angebot, das du hörst, wo du denkst, wow, das ist jetzt mein absoluter Glückstag. Aber es entpuppt sich dann anders. Ich würde dir raten, das Ganze ein bisschen zu überdenken und langsam anzugehen. Dann wirst du sehen, bleibt diese Person oder geht diese Person. Außer du willst das natürlich. Ja, also du bist ja auch gerade sehr offen, glaube ich, für ein Abenteuer. Aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen hier bei etwas. Wenn du von Anfang an sagst, ja, das ist nur ein Abenteuer hier, das ist nur zum Spaß etc., dann okay. Aber ansonsten solltest du ja andere Absichten haben, längerfristige Absichten, dann überdenk das ein bisschen. Ja. Lass dir ein bisschen Zeit. Ansonsten mach natürlich, was du für richtig hältst. Wenn du das möchtest, dann tu das auch. Vier der Stäbe, acht der Münzen. Ja, hier geht es schon am Arbeiten an einer Beziehung. Vielleicht verspricht dir das ja auch jemand. Ja? Vielleicht verspricht dir hier auch jemand, man möchte hier eine Beziehung aufbauen mit dir. Schwafelt dir hier alles Mögliche vor von der Zukunft. Und dann fehlt einem die nötige Kraft, der nötige Mut dazu. Und man macht sich hier wieder aus dem Staub. Ist ein Szenario. Ja, ansonsten sehe ich, du kannst dich hier nicht wirklich auf eine Person verlassen, die du vielleicht hier mit eingeplant hattest oder die dich hier eben versprochen hatte, dir vielleicht bei einer Veranstaltung zu helfen, zum Beispiel, ja, ein Fest zu organisieren, dir bei irgendetwas zu helfen, was zum Aufbauen wäre. Es kann ja auch einfach sein, du, ich helfe dir, die Küche aufbauen etc., was weiß ich, ja, oder den Schrank aufbauen. Und dann ist man nicht da. Ja, kann ja auch sein, du erhältst hier irgendetwas, du erhältst hier ein neues Wohnzimmer, ich sehe jetzt nur ein Beispiel. Jemand verspricht dir, ja, wir bauen das gemeinsam auf, dies, das ist gleich Feuer und Flamme, ist gleich mit dir und dann ist man nicht da. Dann kommt man nicht, dann hat man keine Zeit. Ja, dann fehlt einem die nötige Kraft vielleicht dazu, man fühlt sich nicht gut etc. Sei hier vorsichtig auf jeden Fall mit Dingen, die dir Anfang Oktober versprochen werden. Warte lieber ab und schau, was diese Person wirklich tut. Und ich sehe hier falsche Versprechungen, die man gar nicht einhalten kann oder will.
mit dem, da solltest du hier ein bisschen dein Auge dafür öffnen. Gericht 7 der Münzen, 7 der Kelche. Das Gericht, du erfährst etwas. Du erfährst, du hast lange gewartet und hier erfährst du etwas über eine bestimmte Möglichkeit, glaube ich. Du hast ja auch andere Möglichkeiten. Dir stehen hier auch andere Möglichkeiten offen. Nicht nur diese eine Person. Tod, Wiedergeburt. Ass der Münzen, Ritter der Münzen. Hier kommt jemand ganz anderes auf dich zu. Tod, Wiedergeburt. Oder wieder auf dich zu. Entweder kommt ja diese Person in veränderter Form wieder auf dich zu. Ja, mit handfesten Dingen. Man unterstützt dich hier jetzt. Man ist hier jetzt bereit, eine Beziehung aufzubauen, einen Kasten aufzubauen. Ja. Ja, bei den einen ist es was Häusliches, was Kleineres. Bei den anderen ist es eine zwischenmenschliche Sache. Ja, jemand kommt hier jetzt und wird Verantwortung übernehmen. Ob das diese Person wieder auf dich zukommt und den notwendigen Mut dafür erhält oder eine andere Person, das würde ich jetzt noch nicht, ich würde jetzt noch nichts ausschließen, ja? Die Herrscherin. Die Herrscherin, ganz klar, die Herrscherin lässt sich nicht auf so Versprechen ein. Die Herrscherin sagt, ich schaue mir das zuerst an. Ja? Die neuen Stäbe sind immer, da sind schon genug Verletzungen passiert. Ich schaue mir das jetzt mal an. Ja, was da wirklich kommt. Ja? Von einer bestimmten Person. Ob ich mich jetzt wirklich auf dich verlassen kann. Für einige ist das schon die gleiche Person, die da verspätet eben dann auf dich zukommt. Du aber nicht gleich Feuer und Flamme bist wie hier. Ja, hier bist du gemäßigt, hier bist du gelassen. Du schaust, was passiert. Acht der Stäbe der Magier. Hier wird schon etwas Neues kreiert, ja. Acht der Stäbe, hier möchte jemand vielleicht auch in Kommunikation mit dir treten, wieder oder frisch, für die meisten ist das wieder. Acht der Stäbe, ja, Kommunikation, Treffen, hier möchte jemand auch vielleicht ein Treffen organisieren, möchte hier bei einer gewissen Sache hier weiter dran arbeiten. Also hier meint schon jemand ehrlich. Hier meinst schon jemand ehrlich, ich sehe hier aber auch, es trifft dich nicht so, ja, vielleicht hast du schon gespürt hier Anfang, dass hier jemand vielleicht auch keine Zeit hat oder nicht kommt. Das wird sich hier von alleine lösen, ja, du musst hier gar nicht viel dazu beitragen, nehme ich hier auch wahr. Ja, du wirst deinen Blick hier auch auf andere Möglichkeiten lenken. Sagen wir so. So, es geht jetzt weiter. Und zwar, wer ist denn diese Person, beziehungsweise was macht ihr hier, dass du so Feuer und Flamme für diesen Menschen bist, so schnell? Und was verspricht dir diese Person hier vermutlich auch? Und wie geht es dann hier weiter? Ist das die gleiche Person oder eine andere Person? Schauen wir gleich genauer rein und zwar in der weiterführenden Legung mit den Rider-Waite-Karten. Und ich ziehe ebenfalls noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich. Wie gesagt, schau gern vorbei ab Mitgliederstufe 2 VIP-Mitglied sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar.
Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Schau dir auch gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Oktober. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!